Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Titanfall 2. So, wir sollten jetzt eigentlich mal alles für unseren Kumpel zusammen haben. Da sind wir auch schon wieder zurück. Na, das ging ja schnell. Unsere Position wurde geortet. Bin schon unterwegs. Was ist das? IMC-Speer-Drohnen. Feindliche Verstärkung ist unterwegs. Neuralverbindung muss umgehend hergestellt werden. Installieren Sie die letzte Batterie. Ja, keine Sorge, das kriegen wir hin. Volle Energie. Wir müssen erst eine Neuralverbindung herstellen, Pilot. Bitte einsteigen. Okay. Wenn du unbedingt willst. Okay. Protokoll 1. Mit Pilot verbinden. Stelle Neuralverbindung her. Neuralverbindung hergestellt. Schütze Jack Cooper. Sie wurden als Interimspilot von BT-7274 bestätigt. Protokoll 2. Mission fortsetzen. Ich habe Befehl, Spezialeinsatz 217 abzuschließen und zu Major Anderson von der SRS zu stoßen. Achtung, feindliche Einheiten nähern sich. Protokoll 3. Den Piloten beschützen. Initialisiere kritische Systeme. Vortex-Schild online. Der Vortex-Schild absorbiert Projektile und Raketen. Lassen Sie die Taste los, um absorbierte Objekte auf den Gegner zurückzuwerfen. Okay, cool. Ich will gerne mal Waffen benutzen. Pilot, die Echolight-Kapsel ist online. Auf der Schulter montierte Raketenbatterie erfasst mehrere feindliche Ziele. Je länger Sie die Taste gedrückt halten, desto mehr Ziele werden erfasst. Ah. Na dann, weg mit euch. Verbindung abgeschlossen. Waffensysteme und Bewegungssteuerung reaktiviert. Aha, zap. Aber mal. Pilot, feindlicher Titanfall geortet. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Bereit machen. Na toll. Nur ein paar böse Jungs töten. Eine positive Einstellung kann jetzt nur helfen. Natürlich. Miliz Titan, Chassis Nummer BT-7274. Kriegen wir hin, denke ich mal. Einheiten zerstört. Gute Arbeit, Pilot. Unsere Kampfeffizienz hat sich erhöht. Pilot, ich orte weitere Bergungsteams der IMC. Unsere einzige Überlebenschance ist die Fortsetzung der Mission. Wir müssen zu Major Anderson. Bis dahin sind wir auf uns gestellt. Markiere hart. Wir müssen uns beeilen. Okay. 100 Kilometer. kann es sein, dass wir jetzt auch so eine Art kriegen? Level-System? Digitalen BT-7274. Sagt, ich wäre sein Interimspilot. Ob ich dafür bereit bin oder nicht. Ich muss das hinkriegen, sonst bin ich tot. Da hat jemand gereimt. Meine einzige Überlebenschance besteht darin, Estimosas ursprüngliche Mission fortzusetzen. Dort ein Treffen mit seinem befehlshabenden Offizier, Major Anderson, der Special Recon Squadron, SRS der Miliz. Noch 60 Klicks. Pilot, die IMC wird weiter nach uns suchen. Unsere einzige Überlebenschance ist ein Treffen mit Major Anderson.
60 Klicks von unserer aktuellen Position. Wir müssen improvisieren, wenn wir überleben wollen. Ja, dann schauen wir doch mal, was das wird. Hier ist Wurmberg 3-2. Wir haben hier unten schwere Verluste. Wir bitten dringend Unterstützung. Wir haben schwere Verluste. Geht da Musik an? Das ist unserer. Hallo. Wir können Hilfe brauchen. Ziel erfasst, rücke vor. Ja, ich wollte ja da drauf ballern. Einheiten zerstört. In Ordnung. Naja, ich dachte gerade, irgendwo kriege ich doch Schaden. Ah, da kriegen wir Leben, in Ordnung. Ausweichen ist nicht, Kollege. In Ordnung, zu wissen. War jetzt nur ein bisschen zu spät. Ja, schon da, keine Sorge. Hier noch irgendwas zum Wegballern? Gerade noch ein bisschen Leben. Danke. Sprengsystem aktiviert. Cool, ich glaube, das war's mit dir. Kann sein, dass das jetzt weniger zurückgibt. Also, wenn wir die Kisten kaputt geschossen haben. Wenn ihr meint. Das kannst du kriegen mit der Granate. Feindlicher Tanken in Sicht. Jetzt gehörst du mir. Ich weiß ja nicht. Was? Für Geld habe ich doch gar nicht. Aber geht tatsächlich ganz gut. Jetzt machst du hier Schildegedöns. Es ist noch nicht vorbei, Freundchen. Aber gleich.
Du kannst dich auch ducken, wie nett. Das reicht halt noch nicht ganz. Ja, Deckung wäre, glaube ich, ganz gut, sonst werdet ihr nachher erschossen. Würde ich aufpassen. Macht aber Spaß. Ist tatsächlich ganz witzig zu steuern, das Ding. Und Dash hast du auch. Löchel. Das. Ja. Raketen. Denkraketen versus Springen. Hochentwickelte Design dieser Titanwaffe könnte uns einen taktischen Vorteil verschaffen. Toll, eine neue Titanwaffe wäre hilfreich. Korrekt. Die IMC verfügt über hochentwickelte Titanwaffen, die unserem Erfolg zuträglich sein werden. Mit dem Tone-Loadout können wir Gegner erfassen und mit Zielsuchraketen attackieren. Das ist im Kampf ausgesprochen hilfreich. Das kann ich mir vorstellen. Ist da ein... Das ist ein Helm. Wie können wir denn aussteigen? Wir müssen halt auch erstmal da hinkommen. Achso, die gehen einfach... Die gehen kaputt, wenn wir in der Nähe sind. Alles klar. Das heißt, es bringt tatsächlich nicht mehr. Okay, mit E kann ich hier rein. Kann ich nicht. Hey. Habt ihr mich einfach und packt mich da rein. Heißt... Mensch, lad nach. Das waren beide, oder? Nein, nicht ganz. Aber ja, die macht sich eigentlich ganz gut, die Knarre. Unser Vormarsch durch diese Anlage wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Okay. Das da eventuell. Muss ich, glaube ich, hier erstmal ein bisschen für Ruhe sorgen. Okay, wir müssen hier tatsächlich raus. Hüpfen hast du es scheinbar nicht so. Die kriegen wir jetzt auch unter Unterstützung. Nunchucks. Nicht Nunchucks. Hier, Wurfsterne. Meint ihr, das wird was? Ja, der scheint, also der macht tatsächlich von sich aus was. Sehr gut. Baller mal noch ein bisschen, dass du die ablenkst. Ich hole mal hier den Rest. Muss nachladen. Okay, ich glaube, dann hole ich mir gleich mal einen Schutzanzug. Allerdings musst du jetzt zuerst mal weg. Okay, ich kann keinen Schutzanzug nehmen. Okay, war es nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe? Das war doch schon eher was. Auf jeden Fall nett. Giftmüllpumpen
Okay. Und dann gehen wir halt drauf, wenn wir da direkt neben dran stehen. Macht ja irgendwo auch Sinn. In Ordnung. Wie ist denn der Alternator eigentlich? Doppelläufige MP, okay. Da können wir auch mitarbeiten. Ich hatte jetzt nochmal die Nunchucks gehabt. Ja. Jo. So, das bitte. Na gut, dann, okay. Bleibt doch bei der Knarre, das ist schön. Da würde Geld rumliegen. Ach. Wo wir jetzt hier drauf gehen, erstmal kurz in Deckung. Tschüss. So, war es das mit euch? Ich glaube schon. Danke fürs Aufmachen. Sehr freundlich. Oh, das war es nicht. Klappe halten. Aber ja, es wird. Ich glaube, wir gehen mal da hoch, ne? Unser Vormarsch durch diese Anlage wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Hm? Die vielleicht. Okay, niemand da. Sonst ein wenig Stress machen würde. Aktiviert. Öffne Flussregulierungstor. Hm? Warnung. Toxische Dämpfe in Hauptkammer eingeleitet. Aktiviere Sicherheitsschleuse des Kontrollraums. Ja, dann können wir da hochklettern. In Ordnung. Sie im Kontrollraum eingeschlossen, Pilot. Sie müssen einen anderen Ausgang finden. Wir müssen uns trennen. Trennen? Klingt riskant. Angesichts der schwierigen Lage müssen wir das Risiko eingehen. Ich verfolge Ihre Position. Schlage vor, Sie suchen einen Ausgang. Ja, kriegen wir hin, denke ich. Alles klar, BT. Du aber auch. Verstanden, Pilot. Sind wir mal nett zu unserem Titan? Ich weiß, ob das irgendeine Auswirkung hat, tatsächlich. Das war jetzt nicht so glorreich, aber hat funktioniert. Hier lohnt sich die Sniperwaffe auch nochmal ordentlich, sehr gut. Nun gut, was gibt's denn hier? Munition wäre zum Beispiel ganz schön. Knarre. Nehmen wir doch das mal mit. Da haben wir es. Die Frage: schweres MG oder eher nach Sniper aus? Wir werden es sehen. Alle mal herhören. Hier spricht Kane. Was wir hier haben, meine Freunde von der IMC und der Miliz, ist ein Kommunikationsproblem. Aber das ist okay. Kein Akt. Alles bestens.
Okay. Wer war das? Ladedaten. Kane. Söldner mit Verbindung zu den Apex Predators. Bekannter Drogenabhängiger und Händler. Ordnung. Ah, du bist aber nur eine Reparaturdrohne, wie nett. So, einmal darüber. Einmal darüber. Überraschung. Schweres Gewehr mit Visier. Damit hätte sich dann auch schon mal herausgestellt, was das ist. Komm. Sehr schön. Sonst noch jemand hier? Ohne Fahrschein? Ja, da. Das war's ja so mit dem Nageln. Gute Nacht. Ah, wir sollten aber mal die Folge beenden. Wisst, das hier ist Kanes Reich. Ihr dürft gerne bleiben, bis er euch getötet hat. Was übrigens nicht lange dauern wird. Ah, du hast die Battlefront Animation hier geerbt. Und ich mein Aim, glaube ich, auch. Von da noch. Geht doch. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.